Ja, servus Leute und willkommen zum Freitagsvlog. Jo, bei mir ist jetzt Mittwoch, gestern kam ja der andere Vlog, der Dienstagsvlog um 16.30 Uhr, ganz normal, ne? Ja, was passiert heute ein wenig bei mir? Wir haben gestern Abend den Anlasser noch mal in IHC wieder eingebaut. Mein Vater hat ihn gemacht. Kleine Neuerung, der hat jetzt gleich einen 9 Volt Anker drin, also der springt jetzt immer an. Ja, der alte Anker war total kaputt, wir haben einen neuen gebraucht und gesagt, dann macht er gleich den 9 Volt rein. Jetzt ziehe ich da ein wenig schneller durch. Man hätte aber da einen 12er nehmen können, aber naja, so schadet es auch nicht. Ja, gestern haben wir da noch Holz gekriegt, wir haben es uns noch aufgestapelt, das war alles da hinten auf einen Haufen gelegt. Und ja, aktuell bin ich jetzt dabei, ich habe mir den Radladeschotter aufgestellt mit der Palettengabel. Ich fahre Holz auf in ohne zu einem Ofen zum Verschüren. Haben wir gestern ein paar Paletten voll gemacht. Und ich brauche jetzt noch schnell den Hubwagen hier aus der Halle. Und dann fahren wir das auf. Und da sehen wir uns gleich wieder.
So, die Schubkarre haben wir vorhin schon mit runter. Bevor jetzt die Paletten oben reinfahren und unnützen Auflauf, fülle ich mir gleich eine Schubkarre mit Hackschnitzel. So, die brauchen wir gleich. So. Wir dann aber anschüren. Und dann füllen wir die Nummer 2 auch gleich. Gut. Ups. So, damit wäre das Holz dann wieder aufgefüllt. Ist ja bloß eine Palette, die raufkommt. Eine selber gebaute Gitterbox quasi. Ja, und zwei Schubkarren mit Hackschnitzel. Und ja, dann kann es jetzt kalt werden.
Weil die letzten Tage, jetzt haben wir schon ein paar Mal haben wir eingeschürt, dass er mal grob überschlagen ist, und eine Heizung läuft ja alles mit Holz quasi. Wir haben zwar Ölheizung im Haus auch noch, die ist aber eher selten an. Ich sage einmal, der Hauptbestandteil ist eigentlich die Holzheizung, Warmwasser, Heizungswasser, was man halt alles hat, wird da damit warm gemacht. Und dann passt es. Gut, dann mache ich hier oben noch schnell fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das Holz ist jetzt komplett weg. Den Ofen habe ich wieder angeschürt. Da unten habe ich noch irgendwas umgestellt. Der Vater hat vor der Arbeit nämlich noch ein paar Teile mitgebracht. Quasi die alte K15 Kurbelwelle und die restlichen Motorteile, die quasi vom zweiten Motor waren, die auch gerade aufgeräumt. Ja, Rasenbulldog habe ich noch umgestellt. Der ist jetzt wieder mit beim Auto drin, der Wall. Weil wir Platz brauchen dann, wenn der Motor jetzt dann haben kommt, dass wir dann schön zusammenbauen können. Ja, jetzt fahre ich den Kipper aus dem Stadl raus. Dann schnappe ich mir den Kram mit dem Ladewagen, mache den gar leer. Ist der letzte Rest vom Gras jetzt dann da drauf, den kriegen gar die Pferde und der Esel. Und dann kann der Ladewagen auch wieder aufgeräumt werden. Und dann hoffe ich, dass das so geht, wie ich es jetzt drinnen stehen habe. Normalerweise steht der Ladewagen ganz hinten, dann kommt eigentlich erst der Häcksler, dann der Sporter, dann die Press. Jetzt steht es aber anders, die Press ganz hinten, der Häcksler direkt vor der Press, der Sporter. Müssen wir mal gucken, ob das geht, wenn der Ladewagen vorne dran ist, keine Ahnung. Wird sich gleich zeigen. Jetzt tun wir erst einmal den Kipper raus und dann sehen wir weiter. Ja, der neue Anlasser rennt wie Sau. Ja, das Automatikzugmaul vom IHC ist einfach genial. Mit Fernauslöser vom Schlepper aus zum Abhängen. Stellen wir den Wallen hier ab. Ja, bei der Gelegenheit, wie der Vater den Anlasser drin gehabt hat, hat er nicht gleich wieder frisch lackiert, den Schwarz. Der war ja vorher schon schwarz. Und da hat er ihn einmal neu gemacht. Ja, und zu meinem Platzproblem. Wie gesagt, da müssen wir mal gucken, ob das funktioniert. Die Presse steht nämlich ganz hinten. Dann kommt der Häcksler auf der Seite. Und dann der Schwader da. Dann müsste jetzt hier der Ladewagen rein und davor der Kipper. Es könnte knapp werden. Muss ich gucken, schön wäre es, wenn es funktionieren wird, sonst muss ich wieder alles ausräumen, da habe ich eigentlich keine Lust dazu. Weil die Presse steht jetzt momentan nicht schlecht. Aber das wird man sehen. Ich meine, an der Häcksler müssen wir sowieso noch einmal ran, aber ich wollte zumindest die Presse jetzt nicht noch mal raustun müssen. Probieren wir es halt mal.
Ja, da kam dann vorhin keine Rückmeldung mehr von mir. Ja, ist dann doch ein wenig stressig geworden. Der Ladewagen musste doch wieder ganz hinten rein. Dann erst der Häcksler, beziehungsweise dann erst der Schwader, dann der Häcksler, dann die Press, dann der Kipper. Ist eine blöde Reihenfolge. Jetzt steht wieder alles so drin, wie es halt normal immer drin steht. Siehe hier. Miststreuer, Ladewagen, Häcksler, Schwader, Presse. Und vorne dran, ohne Kippe. Ja, ist halt jetzt einfach so gelaufen, blöd gelaufen. Naja, musste trotzdem alles raus, ein Heckmeck. Dann war ich gerade fertig, dann habe ich den Kramer fertig gemacht für den Winter, quasi nochmal abgefettet, alles schön gewaschen vorher. Naja, und dann klingelt das Telefon. Und dann musste ich schnell weg, musste was holen. Und das kann ich euch noch zeigen. Haha, das war jetzt ein Zeitsprung von vorhin bis jetzt. Ja, jetzt habe ich noch irgendwas anderes erledigen müssen. Vorhin war der Kamera-Akku leer und naja. Ja, was ich euch eigentlich zeigen wollte, das steht hier drin. Das habe ich, wie gesagt, mit dem Radlader abgeholt. Da habe ich aber keinen Film davon gemacht. Ja, mein MWM KD12Z ist wieder da. Fertig zusammengebaut. Heute schon Probe gelaufen. Da gibt es auch ein Video davon. Der läuft wieder wie eine 1. Alles prima, alles gut. Vater hat ihn, wie gesagt, dran gehabt, hat ihn laufen lassen. Oh, das Video hat er mir vorhin gezeigt, der Klang ist so schön. Ich mache den Klang von dem Zweizylinder da einfach herrlich. Ja, Einspritzpumpe überholt, kompletter Motor überholt, alles was zu machen war, Nockenwelle, Kurbelwelle, die Bläulache, die Hauptlache und. Wasserpumpen ist gemacht worden, die war defekt, sämtlicher Loche, die drin sind, wie gesagt, von vorne bis hinten. Der Anlasser, der jetzt hier dran hängt, der steckt ja da schon wieder, hat jetzt auch einen 9 Volt Anker gekriegt, da hat er bestellt gehabt, den hat er offen gehabt, das war ja der von meinem K15 und der war nicht mehr so toll und dann hat er den 9 Volt Anker gleich mitbestellt und da hat er auch einen 9 Volt Anker spendiert gekriegt. Bin ich richtig begeistert davon und da freue ich mich dann schon so richtig drauf, wenn das Ding dann wieder verbaut ist, die erste große Rundfahrt. Oh, schön, weil jetzt muss ich nicht quasi, also gestern habe ich noch irgendwas abgebaut, einmal den hier, der muss unten aufgeschweißt werden, der ist hier zu kurz. Und dann hebt den Hebel oben aus und dann kannst du die Gänge überspringen. Den habe ich schon ausgebaut, das schweißt mein Vater. Und die Lenkung habe ich gestern ausgebaut, das drum liegt hier da. Weil hier drüben ist er ja ausgeklappert. Da ist wahrscheinlich die Lagerung kaputt, bei dem Unfall kaputt gegangen. Weil da wackelt er. Ja, da hat er auch ein kleines bisschen Spiel. Und das gefällt mir überhaupt nicht, habe ich gesagt, das will ich gemacht haben. Weil jetzt hat man die beste Gelegenheit dazu. Ja, so weit auseinandergebaut. Und das muss halt jetzt dann gar komplett runter. Und dann funktioniert das auch wieder. Dann ist das auch wieder wie neu. Gut so, so muss das. Ja, habe ich auf alle Fälle abgebaut. Da kann man jetzt reingucken. Schaltkulisse oben. Ja, und da die Zahnräder. Und der hat ja eine Einzelradbremse, oder eine Lenkbremse müsste man eigentlich sagen. Einzelradbremse hat er nicht, Lenkbremse schon. Und weil das gerade so schön offen ist, kann ich euch das einmal zeigen, wie die funktioniert. Also, machen wir mal ein Licht. Man sieht hier drin die Zahnsegmente, da kommt ja von oben das andere Ritzel. Ich drehe am Lenkrad, das Ritzel dreht sich und die Zahnsegmente werden innen verschoben. Ist ja klar. So, wenn ich die nun verschiebe und bis zu einem gewissen Lenkeinschlag gehe, dann sieht man hier draußen dran, hier ist dann ein zusätzlicher Hebel angebracht, so sieht man es. Wenn ich die jetzt weit genug hier bewege, halt, andere Richtung, dann zieht mir der hier draußen dran, bewegt diesen Hebel hier, und der geht hinten direkt auf die Bremse.
Das ist eine Lenkbremse, dass ich quasi besser um die Kurve rumkomme. Wenn ich den voll einschlage, dann bremst das kurveninnere Rad immer ab und dann zieht es nicht richtig rum. Bei meinem KL300 habe ich ja zwei Einzelpedale dann zusätzlich noch. Der hat auch diese Lenkbremse drin und hat zusätzlich Einzelradbremse. Der hat jetzt keine Einzelradbremse, das hat es auch gegeben auf Bestellung. Gut, die brauche ich eigentlich sowieso nicht, aber die Lenkbremse ist bei Krame was richtig Feines gewesen. Also die habe ich schon öfters gebraucht. Beim KL300 sieht man immer, wenn sie packt, wenn hinten dann die Blinkleuchten aufleuchten, dann hat die Bremse gepackt, dann habe ich so weit eingeschlagen, weil ich da ja öfters gefragt werde, warum die eigentlich leuchten. Also es ist ganz einfach, der KL300 hat hinten zwei Kammerleuchten drauf, das war original so. Jetzt hätte ich drei Kammerleuchten verbauen können, also Bremslicht, Standlicht und Blinker. Ich habe aber bloß zwei Kammerleuchten und bei mir ist aber ein Bremsschalter verbaut, weil der Schlepper 20 km/h läuft. Da ist er zwar noch eine Pflicht, erst wenn er drüber wäre, aber der hat es halt trotzdem. Und dann hätte ich ja bloß zwei Leuchten, also Standlicht und Blinkleuchte. Jetzt, wenn man hergeht und macht quasi auf das Standlicht die Bremse mit drauf, macht ja wenig Sinn, wenn ich in der Nacht fahre und sappt die Bremse, die Lampe leuchtet ja sowieso. Ist Quatsch. Eine doppelte Glühbirne kannst du nicht reinmachen, weil ich ja nur einen Kontakt drin habe. Bleiben mir also bloß die Blinker übrig. Die Blinker kann ich ja benutze ich ja eigentlich nur zum Abbiegen, sonst nicht. Und dann funktioniert es wie folgt. Ich sappe auf die Bremse, der Schalter wird unten ausgelöst und hinten die zwei Blinkleuchten dann leuchten dann auf, die kriegen das Signal, die waren da quasi drauf gekoppelt und dann leuchten die Blinkleuchten als Bremsleuchten. Sieht zwar komisch aus, weil da schon einige geschrieben haben, ja wieso die Orangen, wieso die Blinker, das schaut doch komisch aus, ist aber tatsächlich so, so ist das gehandhabt worden. Drei Kammerleuchten wollte ich nicht verbauen, weil sie nicht original sind und deswegen habe ich die anderen und es funktioniert ja. Ich meine, da leuchtet halt natürlich der Anhänger dann auch die Blinkleuchten, aber das ist halt einfach so. Jo, auf alle Fälle, wie gesagt, hier die Lenkung, wenn man weit genug einschlägt, dann löst hier die Bremse mit aus. Ich weiß nicht, ob man das sieht, das ist ein bisschen blöd zu zeigen. Aber das hat es auf alle Fälle und das ist natürlich beidseitig, ist ja ganz klar. Und die normale Fußbremse, wenn ich benutze, also den Hebel, den ich euch gezeigt habe, war eigentlich verkehrt, das ist nämlich die Handbremse. Also der Hebel hier oben ist die Handbremse, die geht auch da drauf. Und die Fußbremse geht natürlich auch auf das ganze System. Sieht man ja hier, die sitzt auch hier drin. Das gibt jetzt bloß nach, weil natürlich kein Lenkrad oben montiert ist und das Ritzel weg ist, dann fällt das Zahnrad nach unten weg. Und dann gibt es auch mit nach. Normal würde das ja einfach stehen bleiben. Jo, so viel zu dem Patent. Ich finde es, wie gesagt, gar nicht schlecht. Der hat ja keine Bremsen außen dran an die Radnaben, sondern der hat sie innen am Getriebe. Das sind ja die runden Klötze da. Da sitzt die Bremse drin. Und ja, funktioniert halt wie gesagt so. An dem geht es jetzt dann hoffentlich weiter. Da kann der Motor jetzt dann ran. Da kann dann Vorderachse wieder ran. Auf Räder gestellt werden. Und dann die Lenkung quasi machen. Und den Schaltknauf machen, dann funktioniert das wieder alles. Anschließend kann er dann rüber in die Lackierkabine, dann kommen die Räder wieder runter, der Bulldog wird aufgebockt und da kann er dann lackiert werden und da ist dann auch Endmontage da drüben und dann wird da wieder ein Bulldog draus. Was ich halt jetzt noch machen muss, ist ganz klar, ich muss den Motorblock noch ein bisschen entlacken, da sind noch Lackreste drauf, den Waschautomat bei meinem Vordertrainer hat dann alles runtergebracht, aber ein Großteil ist doch ab. Und den Rest, den macht dann der Nadelentroster und dann passt das wieder. Jo, das wollte ich euch noch zeigen. Und jetzt dann als kleine Kostprobe hier noch das Video vom ersten Testlauf. Viel Spaß! Batterie haben wir. Kraftstoff haben wir. Also, machen wir mal den ersten Test.
doch. So, und nun zum Abschluss des Videos. Heute wieder ein bisschen tätig gewesen. Ist zwar Feiertag, aber das macht ja nichts. Ich habe den Motor mal rangeschraubt. Und so sieht das Ganze jetzt hier aus. Ja, jetzt haben wir aber festgestellt, da sind zwei Schrauben dabei, die habe ich schon markiert. Das ist einmal die hier unten. Da ist das Gewinde kaputt. Und auf der anderen Seite, eine Stufe höher, ist auch eine kaputt. Da braucht mein Vater ein Werkzeug von der Arbeit drin, das bringt er mit. Und dann werden da neue Gewinde reingemacht, dass die wieder halten. Das Ganze ist bei der Hinterachse auch so. Da sind diese Gewinde hier auch kaputt. Und wenn er das Werkzeug mitbringt, dann macht er das in einem Zug. Ja, das passiert halt, das kommt dann erst, wenn man den angebaut hat, dann sieht man, wo vielleicht noch Schwachpunkte sind. Jetzt muss er halt dann noch einmal runter da dafür, aber das ist auch kein großes Problem. So schlimm ist es nicht. Gehört sowieso noch, das habe ich nämlich vergessen, ein bisschen ein Fett innen auf die Zahnung drauf und auf das kleine Loch. Habe ich nicht gewusst. Naja, man lernt immer dazu, ne? Also runter hätte sowieso noch einmal gemusst. Ja, aber so schaut es dann auf alle Fälle wieder aus. Da hängt dann der Motor wieder dran. Ja, der jetzt dann nochmal runter, das Ganze dann nochmal gemacht, dann kommt er wieder drauf, dann kann der Vorderachsbock drauf und dann haben wir gesagt, wollen wir erst einmal die Räder von dem da aufstecken und die zwei Vorderräder von dem K15, dass er dann rollfähig ist, weil die frisch lackierten machen wir da jetzt nicht drauf, die wenn man fünfmal an- und abbaut, sind sie gleich abgeglatzt. Ja, und wenn das gemacht ist, dann kann er anschließend an Tank spendiert kriegen, quasi so ein 0815 Tank und einen Probelauf kriegen. Dann sehen wir, wo überall noch Öl kommt, ob die Hydraulik dicht ist, ob die Hydraulik hebt und senkt. Konnte man ja alles noch nicht probieren. War ja kein Motor dran, der gelaufen ist. Aber das wird man jetzt sehen. Ja, die Lenkung gehört natürlich dann auch einmal eingestellt und gemacht. Aber alles zu seiner Zeit, eins nach dem anderen. Ja, so ist auf alle Fälle jetzt der aktuelle Stand. Mal gucken, wie es jetzt die Woche hier noch so weitergeht, was wir noch schaffen. Morgen wird nicht viel passieren, weil wir da erst einmal nach Lichtenfels runterfahren. Da müssen wir Schränke holen. Und am Sonntag wollen wir dann mein Mähwerk holen und noch einmal ein paar Schränke. Alles für den Wohnungsumbau. Aber es liegt alles schön auf dem Weg, bietet sich an. Und dann passt es wieder. Na gut, das war's dann hier an dieser Stelle auf alle Fälle. Damit ist das Video zu Ende. Wir sind soweit durch und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen, ein wunderschönes Wochenende allen und man sieht sich am Dienstag 16:30 Uhr wieder. Bis dahin, Servus.